Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Wassermann, dein Tag ist gespickt mit erhöhter psychischer Sensibilität, emotionaler Selbstfürsorge, diszipliniertem Fokus, romantischen Erlebnissen und der Anpassung an astrologische Verschiebungen. Du erlebst eine Welle von psychischen Eindrücken, besonders über abwesende Freunde oder Familienmitglieder. Diese Eindrücke sind wahrscheinlich positiv, können aber auch beunruhigend sein, vor allem, wenn du feststellst, dass sie zutreffend sind. Diese erhöhte Sensibilität ist nicht vorübergehend, sondern ein wachsender Aspekt deiner Erfahrung. Sie stärkt dein Verständnis und deine Verbindung zu anderen. Nimm diese erhöhte Empathie an, denn sie vertieft deine Beziehungen und erweitert dein intuitives Verständnis. Gefühlsmäßig fühlst du dich heute vielleicht besonders verletzlich. Es ist wichtig, dass du nicht zu hart mit dir selbst umgehst oder melancholischen Gefühlen erliegst. Vermeide die Versuchung von Trostessen wie Eiscreme, die dich zwar vorübergehend aufmuntern, aber letztlich deine Stimmung verschlechtern können. Eine gesündere Alternative sind entspannende Aktivitäten wie das Hören von beruhigender Musik und sanfte Dehnübungen. Wenn du dies zu einer regelmäßigen Routine machst, kann sich dein geistiges und körperliches Wohlbefinden deutlich verbessern. Was die Produktivität angeht, solltest du dich nicht von zufälligen Gesprächen und Ablenkungen ablenken lassen. Es ist leicht, die Zeit aus den Augen zu verlieren und zu spät zu merken, dass du deine Aufgaben nicht erledigt hast. Vermeide diese Falle, indem du dich konzentrierst und diszipliniert arbeitest und sicherstellst, dass deine Arbeit abgeschlossen ist, bevor du dich sozialen Kontakten hingibst. Romantisch gesehen verspricht der Tag eine Mischung aus Intensität und Verzauberung. Die Verlockung ist groß, sich bei einem guten Essen verwöhnen zu lassen und charmante Erfahrungen zu machen. Sei dir aber bewusst, dass solche Vergnügungen mit Bedingungen verbunden sein können. Wenn du spürst, dass diese romantischen Gesten ihren Preis haben, ist es ratsam, die Erwartungen frühzeitig zu klären. Wenn du die Dynamik verstehst, die dabei im Spiel ist, kannst du dich in der romantischen Landschaft besser zurechtfinden. Die himmlische Konstellation bringt eine Zeit des vorsichtigen Optimismus. Es ist eine Zeit, in der du deine Entscheidungen umsichtig und überlegt treffen solltest. Überstürzte Handlungen könnten zu bedauerlichen Ergebnissen führen, also sind Geduld und sorgfältige Überlegung gefragt. In dieser Phase kannst du Entscheidungen treffen, die sich positiv auf dein privates und berufliches Leben auswirken können, vorausgesetzt, sie werden mit Bedacht getroffen. Astrologisch gesehen deutet der aktuelle Aspekt zwischen Merkur in Schütze und Pluto in Steinbock auf das Potenzial für direkte und konfrontative Gespräche hin. Sei vorsichtig, wenn du auf unaufgeforderte Kommentare oder Annahmen überreagierst. Vermeide es, potenziell strittige Situationen eskalieren zu lassen und halte dich von giftigen Interaktionen fern. Dieser Ansatz wird dir helfen, alle astrologischen Spannungen mit Anmut und Gelassenheit zu meistern. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören.
Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir 3 Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Der Narr steht für Neuanfänge, Spontaneität und einen Vertrauensvorschuss. Er steht für Abenteuerlust und das Eingehen von Risiken mit einer neuen Perspektive. Heute zeigt der Narr, dass du am Anfang einer neuen Reise oder Phase in deinem Leben stehst. Es ist an der Zeit, Chancen zu ergreifen und mit Optimismus und Aufregung ins Unbekannte zu gehen. Die 8 der Kelche ist eine Karte, mit der du die Vergangenheit hinter dir lässt, nach tieferer Erfüllung suchst und dich auf eine spirituelle oder emotionale Suche begibst. Sie symbolisiert oft eine Reise der Selbstentdeckung und die Bereitschaft, loszulassen, was dir nicht mehr dient. Heute zeigt die 8 der Kelche an, dass du dich von etwas trennst, das dich nicht mehr erfüllt. Das kann ein schwieriger, aber notwendiger Schritt in Richtung persönliches Wachstum sein. Die 2 der Kelche steht für Einigkeit, Liebe und eine tiefe emotionale Verbindung zwischen 2 Menschen. Sie steht oft für den Beginn einer liebevollen und harmonischen Beziehung. Für den heutigen Tag deutet die 2 der Kelche auf das Potenzial für eine bedeutungsvolle Verbindung oder die Vertiefung einer bestehenden Beziehung hin. Es ist eine Karte der Harmonie und der emotionalen Bindung. In ihrer Beziehung zueinander erzählen diese Karten eine Geschichte über Neuanfänge, das Loslassen der Vergangenheit und das Potenzial für tiefe emotionale Verbindungen. Der Narr steht für den Beginn einer neuen Reise. Die 8 der Kelche steht für die Bereitschaft, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und nach tieferer Erfüllung zu suchen. Die 2 der Kelche steht für das Potenzial für bedeutungsvolle emotionale Beziehungen auf diesem neuen Weg. Lass dich heute von der Abenteuerlust und der Aufbruchsstimmung des Narren anstecken. Sei offen dafür, loszulassen, was dir nicht mehr dient, wie es die 8 der Kelche vorschlägt. Dadurch schaffst du Raum für tiefe emotionale Verbindungen und harmonische Beziehungen, die durch die 2 der Kelche symbolisiert werden. Es ist ein Tag des Wachstums, der Selbstentdeckung und der Möglichkeit, bedeutungsvolle Bindungen einzugehen oder zu stärken.